Beim Aufräumen habe ich letztens dieses Kuvert gefunden. Dieses Kuvert ist an meine Lieblingstante gerichtet und ich wollte ihr einen Brief schreiben. Ich wollte ihr die aktuellen Fotos von meinen Mädels mitschicken. Und dann war so viel anderes wichtiger. Vielleicht kennst du das. Und meine Tante ist ganz plötzlich verstorben. Und dieses Kuvert erinnert mich immer wieder dran, ich habe das bei mir am Schreibtisch liegen, an die Vergänglichkeit des Lebens. Denn wir wissen nie, wann ist unser letzter Tag. Dieses Kuvert erinnert mich daran, tief in mir zu spüren, jeden Tag, bin ich im Frieden mit mir. Könnte ich jetzt so gehen, wenn ich wüsste, heute ist mein letzter Tag, wäre ich im Frieden damit. Wäre ich im Frieden mit anderen Menschen, mit meiner Familie. Und heute ist ein ganz besonderer Tag. Mir kommen jetzt gleich wieder die Tränen. Denn heute heiratet ein junges Paar. Und dieses junge Paar heiratet nicht normal in der Kirche oder vor dem Standesamt, sondern sie heiraten auf der Palliativstation. Letzte Woche war ein ganz, ganz lieber Freund bei mir da zu einer Einzelsitzung. Er ist Pfarrer und er vermählt jetzt dann gleich dieses junge Paar. Und der junge Mann hat eine ganz, ganz seltene Krankheit, einen Krebs, der alle 30 Jahre einmal vorkommt. Und er weiß, dass seine Zeit bald vorbei ist. Und sie wussten gar nicht, ob er das noch schafft, dass er diesen heutigen Tag schafft, seine liebste Freundin zu heiraten. Und was mich am meisten berührt ist, dass dieser junge Mann im Frieden ist. Er ist absolut in der Annahme seiner Krankheit, seiner kurzen Lebensspanne. Er nimmt an und ist im Frieden. Und dieser junge Mann ist für mich echt ein Vorbild. Ich kann mich jeden Tag fragen, bin ich gerade im Frieden mit dem, was gerade ist in meinem Leben? Bin ich im Frieden mit den Menschen in meinem Leben, mit der Situation, was gerade aktuell ist, ob das jetzt beruflich ist, mit den Kindern. Und dieser junge Mann hat es geschafft, indem er im Frieden ist mit allem. Und so möchte ich jetzt dir dieses als Impuls mitgeben, nicht, dass du jetzt auch traurig wirst, sondern dass du aufwachst, dass du sagst, okay, gerade heute, wenn heute mein letzter Tag wäre, was würde ich heute tun? Würde ich putzen oder würde ich vielleicht jemanden anrufen aus meiner Familie? Ein liebes Wort, vielleicht noch eine Aussprache, wo vielleicht noch Unfrieden ist. Vielleicht zu einem Elternteil, wo vielleicht noch Schmerz oder Groll ist, zu einem früheren Partner. Vielleicht mit deinem eigenen Kind. Vielleicht magst du heute ganz mutig sein, dorthin zu spüren, wo in meinem Leben braucht es noch Frieden. In diesem Sinne, liebe dein Leben.